So, was nun? Was nun? Nun müssen wir da oben hin. So, zeig mal her. Rein da. Ich hätte gerne gelbe Libelle. Ich hätte gerne gelbe Libelle. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber die Zauberin muss den letzten Kampf überlebt haben. Sie hat die ganze Zeit hier gewartet, um ihren Zauber zu sparen und dich zu zerstören. Na danke, blöde Zauberin. Die beste Chance, sie zu besiegen, hast du mit meiner fliegenden Untertasse. Ich habe sie mit einigen Zaubersprüchen belegt, um ihr mehr Feuerkraft und unbegrenzte Flugzeit zu geben. Aber der Rest liegt bei dir. Nachdem du so weit gekommen bist, Spyro, weiß ich, dass du sie schlagen kannst. Das sieht nach dem letzten ultimativen Kampf in diesem Spiel aus. Ich hätte aber doch gerne etwas mehr Sparks. Okay, los geht's. Aha, aha, aha. Nee, nicht in meine Richtung, Mädel. Nicht in meine Richtung. Bis jetzt sieht das ja noch ganz einfach aus irgendwie. Nicht in meine Richtung. Das kannst du knicken. Du schießt mich nicht ab. Nee, lass das. Das Teil ist so langsam irgendwie. So, wo ist sie denn da? Oh, oh. Da oben ist sie jetzt, okay. Nein. Jetzt triff sie doch mal, Spyro. Was soll das denn? Los, triff sie. Dankeschön. Mach weiter. So, komm schon. Na los. Sag mal. Ja. Nein. Hui. Gerade noch so ausgewichen. Wo ist die Alte da? Komm schon her. Spyro, du stehst direkt davor mit diesem UFO-Ding und triffst sie dann nicht? Du bist ja drauf. Okay, jetzt hat sie uns einmal getroffen. Das war eher doof. Kann ich hier nicht irgendwie ein Turbo aktivieren oder so? Geht das nicht? Ich will schneller fliegen können. Oh, oh. So. Muss doch irgendwie möglich sein. Lalalalalala. Da ist sie doch. Spyro. Mach mal keinen Mist. Oder ich bin einfach nur zu doof dafür. Scheint so. Huhuhuhu. Und das ohne Libelle. Ohne Libelle. Oh, oh. Wow. Ist sie gerade durch die Mauer geglitscht? Wo ist sie denn jetzt schon wieder? Da. Boah, was macht sie denn? Zauberin? Jetzt habe ich sie ganz aus den Augen. Da. Komm schon, das musst du doch treffen. Wir fliegen jetzt im Kreis. Die ganze Zeit. Nee, so treffen wir sie gar nicht. Da ist sie. Wow, wie sie abgeht. Da. Da. Die macht mich irre, die Frau. Das gibt's doch nicht. Ich gehe mal ein Stück zurück. Was macht sie? Da. Die will mich Gaga machen. Da. Boah, Mädel. Oh, komm, einmal noch. Oder so. Ha. Das ist das letzte Ei. Jetzt haben wir sie aber platt gemacht. Und wehe, wenn nicht. Stimmt's? Hä, wo bist du? Ach, wie süß.
Ach, das sind Zwillinge, Yin und Yang. Super. Das Ende. Oh. Wie süß das ist. Oh. Nee, nee. Rülpst rum wie ein Großer. Ja, und hier ist nun wirklich der letzte Abspann, die letzten Credits. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir es durch haben, dass wir es komplett haben vor allem, weil das habe ich ja noch nie in diesem Spiel geschafft. Nee, noch nie. Ach, ich finde das toll. Ich finde das so toll. Wie das einfach mal die gleichen Credits sind. Wollte ich nur mal anmerken. Beim ersten Teil von Spyro haben die wenigstens zwei verschiedene Credits gemacht. Gut, dann möchte ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Und euch empfehlen, dran zu bleiben, denn nach den Credits kommt noch eine Kleinigkeit. Ich hoffe, das Spiel hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss!
Spyro Death Counter. Knall es ab. Oh, keine Muni mehr. Okay, weg hier! Nein! Aua. Bin tot. Lass mich! Der war doch nicht so schwer. Nein. Nein, nein, nein. Oh, Mist. Boah, diese Kacke hier, ne? Nein. Wow. Nein. Oh, da. Oh. Nein, nicht runterfallen. Wow, nein! Na! Ja! Ich krieg dich nicht. Mist. Jetzt geht er da lang. Oh, ich glaub's nicht. Wow, wo willst du denn hin? Ach, Mist. Eierdieb. Boah, der da war wo? Ich dachte, da ist eine Brücke. Okay. Ich muss aber trotzdem noch mal nach vorne. Nein, 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 nein. Oh. Nicht so wild, Spyro. Lässt du das mal bitte? Scheiße. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, das war nichts. Ah, scheiße. Nein! Nicht getroffen. Schnaps gesoffen. So. Ach, hätte ich nicht einfach den Wirbelsturm nehmen können oder gleich hier reinspringen können? Alter, jetzt geh schon da hoch. Sehr geil. Na, sag mal, lass dich treffen. Lass dich... Ich bin tot. Und die Schwänze wachsen wieder nach. Das ist auch gut. Wir müssen uns also, glaube ich, erstmal um einen kümmern und sterben. Das ist der Plan. Wow. Shit. Ich hätte doch nach oben schwimmen sollen. Hier ging's doch zu leben. Genau da. Was ist denn da? Kann ich da schon hin? Ich gehe einfach mal hier runter. Ja. Ja, Spyro. Genau. Genau. Voll daneben. So, da will er lang. Okay. Wow. Ja, so viel dazu. Wow, das war scheiße. Na toll. Ich wollte erst knapp sagen, aber scheiße war es jetzt auch. Kann man das überleben? Nee. Das war doof. Wow. Kann man lieben nicht umrennen? Ja, 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 ja. Hauen sie rein. Hauen sie... Ja. Ja. Was ist hier unten? Okay, nichts, wo man runterfallen könnte. Ich stelle mich halt an wie der erste Mensch. Ja, los, los, los! Oh, spuckt der nicht rechtzeitig Feuer? Ich glaub's nicht. Hä? Das ist ja die reinste Hölle hier. Nein! Ich hasse diese Mission. Wow, okay, kaputt. Ha, ha, ha. Ja, auf der Strecke liegen auch Edelsteine. Nur die ersten paar konnte ich ja schon einsammeln. Da. Da! Ah, Mist. Voll reingesprungen. Gibt's doch nicht. Wow. Oh, nein, 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 nein. Oh! Ich stell mich so doof an. Fängt ja richtig gut an. Kann ich hier rüberfliegen? Tatsache, nee, kann ich nicht. Ich dachte schon. Okay.
Ha! Gesehen. Nein, nein, nein. Natürlich. Hä? Ach, ich hatte keine Libelle mehr. Sieht das denn hier so aus, als ob es glatt wäre? Mist. Ja, ich drehe mich ja gleich um. Jetzt! Nein, nein, nein! Okay. Ich sollte aufhören, mich treffen zu lassen. Nö, Mist. Ja, ich mag die Mission nicht. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Mehr ist das nicht. Oh, es sind zwei. Oh, ich bin tot. Piu, 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 macht's hier nur. Wenn ich mich noch einmal treffen lasse, bin ich tot.